Hallöchen, Freunde, herzlich willkommen zur 11. Folge von Braveland Wizard. Wir haben gerade schon mit dem geredet am Ende der letzten Folge. Diese Weisen sind nicht der Charlatan, sie haben so einen großartigen Helm wie mich, haben sie noch nie gesehen. Und wer bist du? Ich bin Ritter Balduin von Canterburg, berühmter Verfolger der Unwissenden und Halbstarken. Balduin, wer? Noch nie gehört. Ich suche nach Trotteln wie euch, damit ich die Geschichte eingehen kann. Damit ich in die Geschichte eingehen kann, wahrscheinlich. Mein Chef bestraft unermüdlich Narren und Dummköpfe in aller Welt. Na dann. Gewöhnlicher Bauernjunge mit einer Heugabel bewaffnet. Ernsthaft? Das erste Mal kriegen wir jetzt so eine Einheiten zu sehen. Tapfer geht das Orden der Ritterschaft. Fügt angehend am Umkreis von einer Zelle im Ritter narischen Schaden zu. Das heißt, er wird auf jeden Fall dermaßen sofort immobilisiert. So. Wir gehen erstmal da hoch, um hier Schaden zu verursachen. Schade. Aber wir können trotzdem hoffen, dass er uns noch buffen kann. Ach komm schon! Hau ab! Ist auch okay. So, er wird gefrostet. Wusch! Und er wird natürlich gleich einmal festgehalten. Und er geht nach oben. Damit mich der untere eben nicht angreifen kann. Und er jetzt warten muss, die arme Sau. Bam! 8 Einheiten weg. Bam! 7 Einheiten weg. Ah, dieser Rückschlag immer voll ins Gesicht, ey. So, beschwöre noch einen Dämon dafür. Etwas zu weit weg, so. Okay, kill mal den da. Ist in Ordnung gewesen. War guter Damage. Theoretisch kann man sich auch mal ausrechnen, wie viel Leben die alle noch haben, ne? Das geht schon. Aber Einschätzung ist auch in Ordnung. Kann man lernen. Kann man daraus lernen, ob man gut einschätzen kann oder nicht. So, dann ist nur noch er übrig. Tatsächlich. Er hat 70-20, dann werden wir natürlich erstmal deine Rüstung halbieren. Sehr logisch. Macht natürlich super viel Damage, ne? Er ist tatsächlich auch gar nicht dumm. Er benutzt seinen Skill intelligent. Aber es ändert nichts daran, dass wir gewonnen haben. Können wir Meteorit noch raushauen oder den Eissplitter? Ich weiß nicht, wie viel Schaden der Eissplitter macht. Na klar, steht da mal da, wie viel Eissplitter macht. Wie Schaden der Eissplitter macht. Hätte mal angucken können. So, 1086. Wir haben fast Level 10. Einen Kampf bräuchten wir wahrscheinlich noch. Ja. 1260 Clean haben wir mitgenommen an Geld. Endlich friedliche Besucher. In unserem Kloster bewahren wir die Legende der tapferen Helden der Vergangenheit. Wir hörten von einem Mann, der sein Dorf verteidigte und das mächtige Böse besiegte. Viele haben von ihm erzählt, aber wer kennt die wahre Geschichte? Viele bezweifeln, ob er wirklich so berühmt ist. Wenn du alle meine Antworten richtig verantwortest, erhältst du eine Belohnung. Wer war der tapfere Held, der für sein Dorf kämpfte? Ein tapferer Krieger vielleicht? Wer hat nur eine Gruppe Frauen für die Schlacht? Welche? Da wir ein Brave Wizard sind, denke ich mal Zauberin. Welches Artefakt half dem Helden der Schlacht? Ring der Macht, Amulett der Wut, Arbeiterstadt. Keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht, woher man so eine Antworten kennen soll. Ganz ehrlich, in jedem einzelnen Braveland gibt es diese Fragen, die mir überhaupt nichts sagen, weißt du? Ich würde sagen, das Armband der Stärke. Nicht schlecht. Eine richtige Antwort von 3. Die musst du. Ja, das ist so bescheuert. Ich habe. Ich einmal entwickle Braveland. Ich weiß nicht, woher man das wissen soll, weißt du? Wo steht hier irgendwas von wegen diesen bescheuerten, dreckigen Kackfragen? Jedes Game wieder. Schaffe ich es niemals einmal, weil du kriegst diese Informationen nicht. Woher sollst du das wissen, weißt du? Huch. Woher soll man wissen, diese Antworten auf diese Fragen? Bescheuert. Naja. Habe ich noch nie gegessen. Theoretisch, also es gibt ein Achievement, wo du halt diese Fragen beantworten musst. Und wenn du es verkackst, musst du das ganze Game komplett nochmal von vorne anfangen. Um 100% zu schaffen. So ein absoluter Bullshit, ganz ehrlich. In jedem einzelnen Spiel von diesem ist es einfach absoluter Müll. Gut.
Wir brauchen im Prinzip noch 1000 Erfahrung. Ich hoffe nicht, dass das der letzte Gegner ist, oder? Ach kacke, ich kam nicht mehr zurück. Das Buch der uralten Sonne. Es ist voller mächtiger Zauber. Ich habe damit sogar eine alte Burg aus der Gefangenschaft der Wüste befreit. Lange Zeit war ich nur ein Reisender, der durch die Wüste streifte. Doch als ich die Geister traf, veränderte sich mein Leben. Sie gaben mir Macht. Im Turm der Magier wurde die Magie der Geister erwähnt, die mein Volk gehörte. Und alle unsere Geheimnisse stehen in dem Buch der Ewigkeiten geschrieben. Ich habe viele Hindernisse überwunden, um das Buch der uralten Sonne zu finden. Jetzt bin ich der Meister der Flaschengeister. Meine Macht ist grenzenlos. Wenn man mächtige Magie besitzt, trägt man auch große Verantwortung. Ich werde die ganze Welt erobern. Gut, das scheint der Bossgegner zu sein. Mysteriöser Geist aus der Flaschenwelt? Ja, gegen die haben wir mal schon gekämpft, ne? Boss, weil mysteriöser Anführer der Wüstennomaden. Übernimmt die Kontrolle über ein generisches Ziel. Das ist ja widerlich, weil ich gegen Angriffe aus. Alles klar. Eigentlich will ich verlieren und das Level Up noch haben, ehrlich gesagt, muss ich gestehen. So. Problem ist, dass ich an ihm halt nicht vorbeikomme, ne? Wir werden einen Feuerdämon beschwören. Damit er hoffentlich die Kontrolle über ihn übernimmt, weißt du? Und die kommen natürlich, werden natürlich noch zu kleineren Einheiten, ne? Ist ja logisch. Ich würde tatsächlich ganz gerne den da forcen. 997 ist jetzt nicht wirklich viel, ne? Eigentlich schnell umgenietet. Sinnvoller wäre es, hier drauf zu ballern, da ich ihn aber eigentlich forcen möchte. Werden wir auf den drauf gehen. Immobilize. Ja, na klar, nimmt er einfach meinen Bogenschütz mit, du Huren, echt. Ewigkeiten? Auf Ewigkeiten ist das dann ernst? Ja klar, okay. Warum ist der gestorben? Weiß ich nicht. Weil ich habe die Hoffnung, wenn ich den Boss kille, dass er eben nicht mehr unter dem Bann steht, weil das ist die eine stärkste Einheit mit gewesen. Holy shit, Alter. Du kannst nicht einfach meine stärkste Einheit mitnehmen. Ja, lass ihn erstmal killen. Das ist ja böse, ey. Ja, Gehirnwäsche-Zauber ist eklig. Vor allem, dass der unbegrenzt fällt, scheinbar. Oh, er ist wieder meine. Ja, das ist ja bescheuert, ne? Also, es wäre auf jeden Fall sinnvoll, das war auch sinnvoll, ihn zu fokussen. Sonst ist es schlecht gewesen. Hat er einfach meinen Bogen einfach so übernommen, weil es ist einfach ein Zauber. Yo, ich nehme jetzt einfach alle deine 27 Einheiten. Easy. Also sind immer noch Gegner da, ne? Das heißt nicht, dass wir gewonnen haben. Es ist trotzdem noch super starke Gegner oder super viele Gegner. Sind immer noch da. Rennen leider immer noch weiter. Ah, ist natürlich doof, dass ich Level 10 nicht erreicht habe, weil Level 10 hätte ich schon ganz gerne haben wollen. Und wir haben natürlich auch den Segen nicht dabei, mit dem 25% mehr Schaden. Wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass ich hier einfach Level 10, also dass ich verliere und Level 10 erreiche. 50 bis 58 Damage ist einfach nix, ne? Selbst der macht mehr. Na gut, hat auch ein paar mehr Einheiten. Genau, greift die inne, das passt schon. Ja, gleich kommen wieder diese kleinen Viecher raus. Ich hasse Wiedergeburt. Voll widerlich. Du hast, glaube ich, dein Dings schon benutzt, dein Säbel Attack, ne? Du dürftest ihn gar nicht nutzen dürfen, genau. Nicht nutzen können. Bräuchte theoretisch genug Mana für einen weiteren Höllengeist. Einen Höllendämon. Das ist natürlich schlecht. Kann ich jetzt nicht viel machen. Mit seinem Zauber. Die sind auch noch super stark. Ich ignoriere die ganze Zeit, aber die machen eigentlich ultra viel Damage.
Also wir haben noch super viele Bogenschützen, aber ob ich gewinne, ist eine gute Frage, ja. Wenig Schaden machen die definitiv nicht. Das ist bescheuert. Eigentlich wasted, total wasted. Dann hat schon wieder einen Zauber raufgehauen. Auch wieder ein Zauber, verbrennt also die beiden. Autsch. Okay, der ist tot. Schade, ich habe immer noch keinen Heilzauber bekommen. Ich meine, hier fehlen immer noch drei Zauber. Das kann doch nicht das Ende sein, oder? Er ist immer noch nicht tot, du hässlicher, dreckiger. So, okay, bei denen, ne? In der Lampe. Ich habe halt noch super viele Bogenschützen. Dran, ja. Dann greifen wir den da an. Warte einmal auf genug Mana für einen Höllendämon. Ja, und wir machen super viel Schaden, weil er irgendwie keine magische Rüstung hat, ne? Dann greifen wir den an. 61 bis 96. Ich glaube, sehr lange verstärkt auf die anderen. Von dem Magician. Ja, mit 4 Einheiten bringt es nicht mehr viel, ne? Da kann man nicht mehr allzu viel machen. Da ist man nicht mehr so stark. Aber wir haben 3 Fernkampf, das ist okay. Krass, noch 10 Damage. Heftig. Einfach 4 weg. Easy. Ah, kann ihn nicht killen. Umgenatzt. 3000 Erfahrung. Ich kriege auf jeden Fall Level 10. Die Frage ist, haben wir es schon geschafft, das Game, oder noch nicht? Auf jeden Fall haben wir Level 10 erreicht. Nice. Jetzt ist die Frage, was wollten wir machen? Wir können auf jeden Fall 2 machen. Wir können einmal die Eisscherbe. Was haben wir hier? Platzieren Eis, weil euch beschlafft wird. Okay, ist ein neuer Zauber. Also ist ein 50% effektive. Und eine Weisheit. Und dann kriegen wir hier, heilt eine Verwundete. Wow, das ist ein anderer Zauber, okay. Champion und who is the champion? Das war's tatsächlich. Nun, das war's. Die Geschichte bestraft immer jene, die unser Buch der uralten Sande benutzen. Euer Buch? Du hast mich die ganze Zeit angelogen? Du bist nur ein kleines Rad in einer großen Geschichte, eine Fußnote im großen Buch. Und der Held, der deine Armee bezwingen wird, wird dich für immer daran einschließen. So war es und so wird es immer sein. Zauberin, lies einfach den Zauber auf der letzten Seite des Buchs der Sand. Du wirst Tarik für immer in unserer Welt bannen. Denk an all das Böse, das er in dieser Welt bringen wollte, Er verdient die ewige Verdammnis. Lies den Zauber und banne Tarik in die Welt der Flaschengeister oder zerstöre das Buch. Tja, so gute Frage, ne? Was haben wir denn sonst noch so an Achievements? Gibt es davon ein besonderes? Ja, nur halt nur hart benutzen, Page, Facebook oder Twitter besuchen, alle Eiszauber lernen, 300 Zuzauber gelernt, 100 Kämpfe gewonnen. Wie soll ich 100 Kämpfe gewinnen? Ich habe keine Kämpfe mehr. Ich bin dann, Leute. Es gibt keine Arena, nichts anderes mehr. Das ist komisch. Schalte frei, beide Endings frei, okay, das ist eigentlich egal. Und habe alle Fragen der Saga beantwortet und 2 versteckte Errungenschaften. Im Prinzip ist es egal. Ich bin Zauberin, Zauberlehrling. Wenn ich natürlich das Buch kaputt machen kann, kann man sagen, okay, du wirst keine vollwertige Zauberin mehr. Lies den Zauber. Du hast den Zauber des Buchs der Sande gelesen und dein magischer Wirbel trug Tarik in eine himmlische Welt. Nur seine Erinnerungen blieben zurück. Der König der Wüste wurde gestürzt und die verborgene Stadt ist einmal mehr in einem Meer aus Sand verschollen. Endlich regiert in diesem Lande wieder Frieden. Nach der Rückkehr in der Akademie erzählst du alles den Lehrern und versteckst schnell das Buch. Niemand soll es jemals wiederfinden. Aber steht da vielleicht nicht doch etwas Wichtiges auf seinen Seiten? Du würdest diese himmlische Welt liebend gerne besuchen. Nur ganz kurz. Ende des zweiten Buches. Ja, haben wir schon gespielt, ne? Braveland Pirate und Braveland.
War jetzt irgendwie nicht so. Also, kannst du mir bitte erklären? Wahrscheinlich gilt das für Gesamt. Na, das hat einen Counter jetzt irgendwie bei 60 vielleicht. Ich muss sowieso insgesamt zweimal spielen, um direkt das Cut abzuschließen. Weil 100 Kämpfe kriegst du so nicht hin, weil wir haben halt alles, ne? Wir können natürlich, wir haben Level 10 erreicht. Und just for fun einfach mal die ganzen restlichen Charaktere kaufen. 6027 Gold haben wir noch. So, damit ist der verkauft. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3 Ends sind es hier, wa? 3 sogar. Auch verkauft. Und hier alle restlichen. Wow, ich habe nicht mehr genug Gold. Weil ich einen Segenzug viel gekauft habe, ne? Zwischendurch. Ich konnte nicht mal alle Einheiten kaufen. Wie beschiss ist das denn bitte? Aber naja. Hier fehlt theoretisch noch ein anderer. Es gab ja auch die Möglichkeit, dass wir statt einem Wissen letztes Mal eine Belohnung bekommen haben. Das wäre wahrscheinlich ein Helm gewesen. Hier haben wir alle 4. Hier haben wir nur 2. Vielleicht gibt es auch nicht 4. Und hier haben wir auch 3, 4. Also, gute Frage, ob man hier irgendwas maxen könnte. 300, na, es ist halt so, ab einer bestimmten Erfahrungsgrenze, es ist im Prinzip unmöglich, ein Level abzukriegen. Jetzt zum Beispiel sind es halt 300.000 Erfahrungen, die ich brauche, also 240.000. Das heißt, das komplette, alles, was ich bis jetzt bekommen habe, das Vierfache davon, ist für ein Level ab nötig. Also höher Level als Level 10 kommt man hier in dem Spiel nicht. Gut, meine lieben Freunde, damit würde ich sagen, das war es gewesen mit dem Let's Play zu Braveland Wizard. Das war wieder ein kurzes Game, ein kleines Minigame, kurzes Game. War lustig gewesen, haben wir ja angefangen, haben uns ein paar Leute kennengelernt, immer wieder. Ich finde schade, dass die Höhen tatsächlich begrenzt waren. Und die ersten paar Kämpfe haben wir tatsächlich noch im Schwermodus gespielt, also es war wirklich hart gewesen. Ja, alles außer die beiden, das kann man gar nicht erledigen. Das hätte man erledigen können, wenn ich hier das Ding nicht gekauft hätte. Den einen Segen für die eine Prüfung. Ne? Für die Prüfung habe ich den Segen gekauft. Und Tarik haben wir erfolgreich besiegt, meine lieben Freunde. Ja, damit würde ich sagen, das war es gewesen. Angespielt. Ja, so kurz war es vielleicht gewesen. Mit dem Let's Play zu Braveland Wizard, sobald das eine Braveland Knights, glaube ich, rauskommt. Irgendwie. Was? Oh, Shopseite. Haben wir eine Shopseite? Nö. Gibt es eine Shopseite irgendwo? Irgendwo konnte man nämlich sehen, wo. Shopseite. Wo. Das letzte kommt. Ne, hier kommt nämlich irgendwann. Ja, Braveland Knights, Hyper 2021. Also irgendwann im Laufe. Achso, das ist übrigens gar kein so ein Braveland Game gewesen. Das ist halt was anderes. Das ist ein Hack and Slay gewesen. Wo man sich durchschnetzen kann. Das hat tatsächlich gar nichts damit zu tun, was wir gerade gemacht haben. Na, das ist ein ganz anderes Game. Stimmt, habt ihr recht. Das heißt also, die Braveland Trilogie haben wir im Prinzip abgeschlossen. Und das nächste ist dann halt ein Hack and Slash. Mir hat auf jeden Fall die Reihe sehr gut gefallen. Na, hab ich gemacht. Teilweise echt schwierige Kämpfe gewesen. Man konnte sich aufbauen über die Zeit, das fand ich ganz cool. Neue Items sammeln, hier konnte man neue Zauber machen, das fand ich auch ganz nice. Also auch permanente Buffs, beim anderen hatte man auch Zauber gehabt, die muss man mal gleich finden. Und ja, das war's gewesen mit Braveland Wizard. Gerne eure Meinung zum Spiel in die Kommentare, ob ihr es auch gespielt habt oder spielen wollt. Und so weiter. Und dann sehen wir uns in dem nächsten Let's Play wieder. Danke fürs Zusehen, bis dahin Leute. Ciao, ciao.